Heute gibt es eine Menge Überraschungen. Und zwar positive wie auch negative, verpackt in den Lucky Balls. Es gibt verschiedene Arten. Manche sind einfacher zu craften, manche etwas schwieriger und je nachdem verändert sich auch das Loot. Und was ich dort drin alles genau verstecken kann, das werdet ihr in dem heutigen Video sehen. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Abonniert auch sehr gerne diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Es ist nur ein Klick und würde mich riesig freuen. Und momentan gibt es den Summer Sale im Badline Store. Ihr könnt auf meinen Cosmetics mit dem Code BASTIGRG richtig sparen. Deswegen checkt gerne den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Gestrandet auf einer einsamen Insel. Ich bin wirklich gespannt, wie die Eier aussehen werden. Oder Kugeln oder Bälle, wie auch immer. Die Lucky Balls, da sind sie. Ja, das ist ein Ball. Es ist kein Ei mehr. Es ist ein Ball. Tier 1. Okay. Tier 2. Tier 3. Holy shit. Der schwebt jetzt einfach hier. Der ist jetzt einfach weg. T1 craften wir so mit 4 Cobblestone, 4 Planks und einem Eisen. Dann bekommen wir einen Tier-1-Ball. Grundequip und vieles mehr. Klingt auf jeden Fall verlockend. Tier 2 ist dann wiederum aber mit Cleanstone, Locks und einem Enchanted Iron Ingot. Iron Ingot ins Crafting-Feld legen. Kostet 2 Level. Oh. Aber da haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen Special-Items und vieles mehr. Und ansonsten haben wir auch nochmal Tier 3-Balls mit Nether Bricks. Mit diesen Holzseiten-Dingern da von... Überall. Wood einfach. Und wir haben Blood Iron Ingot. Enchanted Iron Ingot in den Crafting Table legen. Es kostet auch 5 Herzen. Ja, okay. Wir werden heute versuchen, mit Hilfe dieser wunderbaren Balls Minecraft zu spielen. Das bedeutet, wir haben das Ganze in derselben Art und Weise schon an Ostern gehabt. Da waren es Ostereier. Aber es ist ja deutlich ein Unterschied zu sehen zwischen den Lucky Balls und Ostereiern. Wir sind ja, würde ich sagen, noch gerade am Anfang der Challenge. Deswegen sollten wir so schnell wie möglich versuchen, Eisen ranzubekommen. Ich möchte herausfinden, wie stark der Lucky Ball T1 ist. Also, es wird ja relativ früh, was ja eigentlich ziemlich ungewöhnlich dafür ist, was ich eigentlich normalerweise in Challenges mache. Wobei, manchmal kommt es schon vor, dass ich Eisen früher hole. Aber diesmal werden wir ziemlich früh auf Eisen gehen. Und wir werden generell auch versuchen, Minecraft... Wir werden es nicht normal spielen. Logischerweise, wenn wir schon die Möglichkeit haben, mit den Lucky Balls, mit den Lucky Kugeln zu interagieren, dann werden wir... Ist hier irgendwo ein böses Monster... Nö, aber hier ist eine Menge Eisen und eine Menge Eisen bedeutet für uns gleichzeitig auch eine Menge Überraschungen. Und ich bin sehr gespannt. Es kann sein, also ich gehe schon davon aus, dass die schwächste Stufe, die Tier-1-Lucky Balls, die werden wohl jetzt auch nicht so übertrieben reinscheppern. Also ich denke mal, die geben uns vielleicht ein bisschen Holz, ein bisschen Essen, ein bisschen Eisen. Das erwarte ich, das wäre cool. Aber dann sollten wir auch so schnell wie möglich, denke ich mal, auch auf das Upgrade gehen. Und mal sehen, was für Überraschungen auf mich zukommen werden. Ihr könnt es ja auch auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben oder... Ich gerne auf jeden Fall generell wissen lassen, ob ihr vielleicht mehr von diesem Stuff sehen wollt. Also man hat auf jeden Fall, denke ich mal, eine Menge Möglichkeiten, verschiedenste Sachen hiermit zu machen. Und mal gucken, was uns so teilweise noch einfällt. Und ich merke gerade, ich habe zu viel Spaß daran, gerade Eisen zu farmen. Das ist relativ entspannt hier. Let's go. Ofen, Ofen. Einmal. Und zweimal. Dann machen wir uns als allererstes schnell mal eine Eisenaxt, um mal schnell an Holz ranzukommen. Das Problem ist, vielleicht vergesse ich das gerade, aber es kann rein theoretisch auch ja passieren, dass es nicht so gute Sachen für mich gibt, oder? Ich mache hier einen richtig süßen Start, ne? Ich gehe hier, glaube ich, mit einem sehr, sehr entspannten Gefühl an die ganze Sache. Ich hoffe, dass es mich halt wirklich nicht am Ende halt täuschen wird. Ich glaube, wenn wir richtig cool sind, dann machen wir doch direkt einfach mehrere, oder? Wollen wir uns einfach mal direkt 5 oder wollen wir sogar mehr machen? Aber vielleicht kriegen wir einen Eimer. Ich habe die Hoffnung, dass wir, glaube ich, einen Eimer. Ich glaube, das wird jetzt ein Investment sein. Ich investiere ein einziges Eisen in ein Tier-1-Ball und dann am Ende kriege ich safe Korn Wassereimer raus. Ich war so stolz, ich war so fest der Überzeugung, dass ich es mir gemerkt habe, wie das Crafting-Rezept ist. Ja, so viel dazu. 4 Stück, 4 Lucky Balls. Bitte, sei auch lucky. Wow. Das sieht schon cool aus. Hey, guck mal, bist du neidisch auf meinen Lucky Ball? Ja. Oh! Turner. What? Moment. Jedes Mal, wenn er mich schlägt, werden wir geswitcht. Wir werden geturnt. Geturnt, alright. Ja, cool. Hat sich ja auf jeden Fall gelohnt, den Lucky Block, den Lucky Ball ranzuholen. Richtig sick. Es wurde einmal Nacht gemacht. Es war ein Zombie, der mich fast getötet hat. Plus, der auch noch eine super anstrengende Fähigkeit hatte. Richtig nice. Das wird heute auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. mal gucken, was uns gleich noch so erwartet. Es kann aber auch sehr sicher gute Sachen dahinter geben, ne?
Moin, wir sind schon direkt beim Tier 2. Wissen noch nicht mal, was es in den Tier 1s eigentlich richtig gibt. Ich glaube, den heben wir uns erstmal noch auf. Wir heben uns den erstmal auf. Ich würde jetzt normalerweise sagen, okay, yo, das ist was Gutes. Aber es könnte ja rein theoretisch auch was Schlechtes im Tier 2 drin sein. Aber wir merken uns das einfach mal so. Es ist was Gutes. Und der zweite Tier 1 gibt uns Resistance 4 für ein paar Sekunden. Das hat auch einen bestimmten Grund, weil, ja, das war eine andere Challenge, die ich heute eigentlich hier nicht vorfinden wollte. Ein bisschen Angst, dass jetzt vielleicht nochmal der zweite kommt. Ich habe ein bisschen Angst, wenn die Dinger verursachen, dass irgendwelche starken Monster spawnen oder Anvils auf meinen Kopf fallen. Hopp! Oh! Ist jetzt schon direkt getamed oder was? Drei Hunde an meiner Seite. Ich krieg leichte Flashbacks, aber yo, man darf auch nicht vergessen, dass die halt ziemlich stark sind. Oder? Mal wenn ich jetzt reintrete, ich hab Bock hätte auf ein Schwein. Guck mal, was die machen. Oh, das Schwein wäre jetzt einfach stärker. Ja, Jungs, lasst euch Zeit. Oh, krass. Guck mal, wie sie das Schwein vernichtet haben. Okay, also wir haben Wölfe bekommen. Fast einen Durchschlag von oben von einem Anvil. Haben Turner gespawnt. Und haben ein Tier 2 Egg bekommen. Wollen wir vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin für das Tier 2 Egg. Aber wollen es... Also wollen wir es aufmachen? Ja, komm. Ich habe schon hohe Hoffnung. Jungs, bleibt mal vielleicht lieber hier sitzen. Lieber ein bisschen Abstand. Denn jetzt... Ja, cool. Braucht ihr was zum Spielen, Jungs? Ich krieg Poison, wenn ich die angreife. Ja, dann macht ihr es mal lieber. Macht ihr. Ich will kein Poison haben. Sehr gut. Perfekt, guck mal. Alles nämlich komplett auseinandergenommen, das System. Gut, also wir haben hier ein geradetes Dorf, was den großen Vorteil hat, dass wir hier eine Menge Essen direkt haben. Auch wenn es keine Villager gibt, mit denen man noch traden kann. Deswegen lass uns mal schnell nochmal den restlichen Equip-Stuff machen. Dementsprechend gehen wir nochmal ganz kurz nach unten. Und guck mal, wir nehmen auch direkt nochmal ein bisschen mehr Steine mit, damit wir uns auch nochmal ein paar mehr Eggs machen können. Also, dann heißt es für uns, ich will ja eigentlich auch noch ein paar mehr Tier 2s bekommen. Warte mal, für Tier 2 brauche ich Cleanstone. Das heißt, wir können ja mal 12 Cleanstones machen, mit dem Hintergedanken... eventuell auch die Tier 3s zu machen. Wobei ich sagen muss, Tier 3s haben mir bisher noch nicht so sehr gefallen. Dafür brauchen wir auch noch auf jeden Fall. Oh nein, das kostet ja Level. Och, Mann. Dann können wir nur 2 machen. Ah, aua, Schock. Dann machen wir halt erstmal nur 2 Tier 2s. Aber auf jeden Fall Tier 1s können wir machen, weil die Tier 1s kein Level kosten. Wir machen nochmal den Vergleich. Wir machen uns jetzt einen Tier 1. Ey, bitte lass es... War es so? Oh, habt ihr gerade weggeguckt? Gut. Also, wir machen den ultimativen Vergleich. Holz kommt in die Ecken, ich habe es mir gemerkt. Was ist besser, Tier 1 oder Tier 2? Vielleicht wird es einem auch nur so verkauft, als wäre halt angeblich der Tier 2 so viel besser. Aber mitgedacht, es kann ja auch sein, dass es eine Lüge ist und die Tier 1s einfach die viel besseren sind. Pass auf, hier haben wir Tier 1, hier haben wir Tier 2. Direkter Vergleich, Jungs, aufpassen, geh nicht so nah dran. Tier 1 bringt uns einen Silberfisch. Jungs... Ihr beschützt mich doch, egal was passiert, oder? Wollt ihr mich eventuell dann auch vor den Kollegen beschützen? Ja, auf jeden Fall cool. Also, gibt auf jeden Fall Motivation, sich noch mehr von diesen Tier-1-Balls zu machen. Jungs, ihr seid eine ganz große Hilfe, wirklich. Ich will nicht zu viele Ansprüche stellen, aber ihr guckt gerade ein bisschen doof zu, ne? Oh ja, wir haben es gemacht, Bossi, wir haben dich gerettet, ja. Was wollen die jetzt? Am besten noch belohnt werden von mir? Na ja, komm. Es ist schwierig, dass Tier 2 jetzt schlechter ist als der lowere. Also als ob der jetzt halt noch schlechter ist. Wir haben einfach Level dazu bekommen. Okay, das klingt echt traurig, aber der war halt besser als der, also als der andere. Wow. Ja, ich habe auf jeden Fall Erwartungen an die Tier 3. Ich hoffe, ohne Mist. Was denkt ihr, was wird in der höchsten Stufe drin sein? In den Dreiern? Da muss ja Enderperle, Blaze Rod, Bogen, geiles Essen, Diamanten. Da muss ja der Ultra-Stuff drin sein. Wenn da am Ende sich das nicht lohnt, dann bin ich wirklich sehr enttäuscht. So, I'm ready. Wir machen das Ganze. Steine kommen in die Ecke. Leute, ne? Ihr kennt mich. Ich habe es mir mittlerweile gemerkt. Also, wie ist es möglich, dass ich mir das immer noch nicht... Jetzt. Okay, jetzt aber. Alright, wir machen nochmal den direkten Vergleich. Ich würde nicht sagen, dass ich süchtig bin oder so, aber es ist halt... Es geht ja in der Challenge heute hier darum, das auch zu lernen, was sich hier hinter diesen Sachen verbergen kann. Jungs, passt auf. Schön hierbleiben. Nicht zu nah ran. Das hier ist ein Tier 1. Ja, das ist ein Tier 2. Ja, man merkt auf jeden Fall, wer hier greedy ist. Zack, Tier 1. Ja,
ganz ehrlich, also, Freunde, ich verstehe es auch nicht so richtig. Ist es nicht eigentlich so, dass du normalerweise, ich habe am Anfang, war ich wirklich am Anfang so naiv und habe gedacht, wir kriegen hier guten Stuff raus und es wird uns vielleicht sogar noch leichter gemacht, Minecraft durchzuspielen. Wim. Wim. Oh, sie ist wieder normal. Cool. Ja. Jungs, bleibt ruhig. Das ist nur eine Biene. Tier 2, Jungs. Passt auf, ihr kommt jetzt. Nämlich, ja, keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe keine Erwartung. Gib mir einfach irgendwas Gutes. Ein Gleiter. Also für gewöhnlich nutzt man Gleiter in der Luft. Also zum Gleiten. Nicht um auf dem Boden damit zu chillen. Ist doch okay. Ich wollte herausfinden, ob es vielleicht in der Kiste drin ist. Moment, Moment, Moment. Warte mal, wenn das jetzt wirklich ein Gleiter ist, der sich sozusagen immer wieder schließt und wieder in die Kiste geht, kann ich den dann unendlich oft benutzen? Weil dann würde das ja bedeuten, wir haben die Fähigkeit, entspannt aus jeder... Höhe zu gleiten. Yeah. Lava gefunden. Junge, wie cool. Mit Spitzhacken und Schaufeln und Bannern. Pyramide gefunden. Yo. Kann ich den jetzt wieder abbauen? Bitte, 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 bitte. Juhu. Wir haben unendlich lang einen Gleiter. Wie gut. Oh mein Gott. Wer nutzt denn heutzutage noch Elytras? Einfach ein Gleiter. Okay, das haben wir uns aber mittlerweile verdient. Dass wir natürlich auch mal coole neue Sachen bekommen können. Damit wir mehr Spaß haben. Und nicht nur giftige Bienen haben. Zombies oder andere Monster. Ich weiß, ich habe vorhin gesagt, ja, ich will mir kein Wasser einmal craften, weil ich einen bestimmt so bekommen werde. Ja, ich bekomme keinen. Leben ist hart. Ich muss jetzt einen holen. Ja, Pillage Outpost. Neben einer Pyramide. Oh Gott, wenn die Hunde... Oh mein Gott, bitte, bitte, wenn das Silk Touch ist, ist es so rigged. Wenn das Silk Touch ist, das glaubt mir keiner. Ja, okay. Also, es ist aber auch... Also, was ist denn das? Ja, was soll ich... Also, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich mich verteidigen soll, dass ihr mir glauben könnt, dass das halt real ist. Also, so krass ist es ja jetzt auch nicht, Silk Touch zu haben. Ich muss halt nur nicht die Cobblestones mehr halt schmelzen. Ach ja... Das, okay, pass auf. Back-to-back wäre insane. Aber ich sag dir so viel. Sharpness 3 und Impaling 4 wird hier drin sein. Jetzt erstmal Sharpness 3 und das ist hier Impaling. Okay, ja, ich war nah dran, aber okay, yo, cool. Wir haben zweimal Sick Touch. Ich verstehe es aber auch nicht. Aber noch ein bisschen mehr Eisen und vor allem TNT. Alright, wie komme ich hier aus der Situation wieder raus? Ich habe eine Idee. Yeah! Sick. Alright, Freunde, wir sollen aber natürlich unsere Hauptmission nicht außer Acht lassen. Es geht ja nicht nur darum, Minecraft Lobby zu spielen. Wir wollen auch noch weiter erkunden, was uns diese wunderbaren Lucky Balls noch so bringen können. Dementsprechend würde ich sagen, holen wir uns erstmal noch ein bisschen mehr Eisen ran und Holz en masse. Und dann gibt es ein Big Opening. Ein Big, Big Opening. So, zack, zack. Alright, also, wir wollen ein Anvil machen. Machen wir uns dann eine Eisenspitzhacke? Wir können uns ja keine Eisenspitzhacke machen mit Silk Touch. Das wäre, also, wie sehe ich denn aus? Also, normalerweise müssen wir ja ein paar Diamanten bekommen. Meint ihr, wir kriegen so relativ einfach Diamanten aus Lucky Balls? Also, so ein Tier 2 könnte schon gönnen. Sollte man jetzt nicht unterschätzen. Du hast doch zweimal Silk Touch. Ah, lol, true. Das heißt, wenn jetzt eine Eisenspitzhacke kaputt geht, ja, stimmt, ist ja eigentlich vollkommen egal. Weil wir haben ja eh zwei. Dann machen wir uns einfach irgendwann später nochmal eine neue. Ich denke mal, das klingt vernünftig. Dementsprechend, zack, zack, machen wir uns den Anvil, aber wir machen uns trotzdem eine frische. Aber ich sag mal so viel, Freunde. Ich will es natürlich nicht angeben und so, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr reich an Diamanten vielleicht schon bin nach diesem Lucky Ball. Du willst mir nicht gerade erzählen, dass dort, wo ich hingucke, würdest du Bedrock? Nur so als rein hypothetische Frage. Wie lang soll das so sein? Das ist jetzt einfach die gesamte Challenge, oder was? Das heißt ja auch gleichzeitig, ich kann nicht einmal einen Ofen...
Oh, es hat aufgehört. Es war nur für ein... Oh mein Gott, es war nur für eine Minute, oder? Oh mein Gott. Ich habe gerade wirklich Angst gehabt, dass das für immer so ist. Wenn es so gewesen wäre, dann hätten wir ein Problem. Vor allem, ich habe mich ja fast hier selber eingebaut. Aber ich habe hier durch ein spitzenmäßiges Manöver, habe ich mich ja rückwärts ausparken können. Alright, cool. Ja, mit einem richtig guten Gefühl im Bauch mache ich gerne den zweiten Lucky Ball Tier 2 auf. Du hast ein neues Rezept erlernt. Lass es dir anzeigen mit Tutorial OP Gap. Das Problem an der Sache ist, ich will nicht wissen, wie viele Leute denken, dass dieses Rezept wirklich noch in der heutigen Zeit in der 1.16 existent ist. Und das wird wieder so viele falsche Informationen spreaden und so viele Leute denken, jo, das ist richtig. Aber ich kann mir das jetzt hier nicht nehmen, oder? Aber wir haben rein theoretisch die Fähigkeit gelernt, uns einen OP-Gap zu machen. Heißt, wenn wir viele Äpfel haben, wir brauchen nicht viele Äpfel, wir brauchen viele Goldblöcke. Und wenn wir rein theoretisch eine Bastion looten, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Bridge-Bastion haben, können wir uns einfach easy zwei OP-Gaps machen. Schiffwrack, hier hat jemand sehr gut eingeparkt. Moin, moin. Ich würde mich gerne an ihrem Eisen bedienen. Hier einmal rein. Ja, Moment. Das muss hier sein. Ich meine, wir können auch auf nebenbei, können wir rein theoretisch ja auch einfach normale nochmal aufmachen. Einfach ein paar Tier 1s hintereinander. Wir machen jetzt einfach mal drei Tier 1s auf. Holz natürlich in die Ecke. Habe ich mir natürlich auch gemerkt. Zack, zack, zack. Okay, pass auf. Drei Tier 1 Eggs. Sehen nicht nur wunderschön aus, sondern die werden uns jetzt auch auf jeden Fall absolut abholen mit dem geilsten Stuff. Ja, guck ruhig. Das wird hier insane. Boom. Oh, ich erinnere mich, dass da was war. Ah, nicht mit mir. Ich bin hellwach. Mining Fatigue, 8 Sekunden. Ja, cool, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin fast gestorben, habe drei Hunde bekommen und kann gerade keine Blöcke bauen. Cool. So, ja, es tut mir leid, ich versuche auch so schnell wie möglich das... Oh, hier ist ein Dorf! Ja, ja, wie gesagt, ich versuche natürlich so schnell wie möglich ein Dorf zu finden. Und das haben wir natürlich jetzt auch super schnell hinbekommen. Deswegen fahren wir auch mal direkt ein bisschen Holz. Deswegen habe ich das TNT extra mitgenommen. Oh, es zündet einfach direkt. Jungs, da weg! Ist was passiert? Danke, Jungs, helft mal. Jungs, schön aufpassen, ne? Das ist hier gefährlich. Jungs, ich habe gesagt, ihr sollt aufpassen, weil es gefährlich ist. Aber das ist sehr gut, denn viel Holz bedeutet viel Fletcher Trading. Viel Fletcher Trading bedeutet viele Emeralds. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch wiederum viele Level. Und wir brauchen viele Level, ne, Jungs? Geht er weg, bitte. Jungs, es ist aber auch wohl auch... Das kann ja nicht so viel verlangt sein. Wir haben über 3 Stacks Logs. Damit wird jetzt auf jeden Fall fleißig getradet. Und ich habe das Gefühl, dass eine big, big, big Eskalation auf uns wartet, was ein paar Eggs angeht. Ich sag ganz ehrlich, mindestens 5 Tier 2 Eggs müssen noch vorher aufgemacht werden, bevor wir in den Nether gehen. Wir wollen ja immer noch herausfinden, was in diesen Dingern drin sein wird. Und dafür werden wir uns direkt schon mal reservierungstechnisch ein paar, genau, einfach nur Wood-Blöcke machen. Du kannst die Silk Touch auf die Spitzhacke machen. True. Wir haben genug Level dafür, und zwar Silk Touch. Perfekto. Und los geht's. Oh, die Level steigen. Das sieht schon mal gut aus. Hunde. Oh mein Gott, warte mal, wie OP ist es denn einfach mit Hunden, einen Eisengolem zu killen? Danke, Jungs. Wir brauchen 2 Level hierfür. Und für das brauchen wir nochmal... Ah, es kostet 5 Herzen. Also, und gar keine Level. Oh, das ist nice. Okay, sick. Okay, aber nichtsdestotrotz werden wir es, denke ich, mal so machen, dass wir jetzt erstmal mal 3 Tier 2s aufmachen werden. Ich bin ein bisschen nervös, sage ich euch ehrlich. Ich hoffe, dass sich es am Ende lohnt. Und normalerweise würde man sagen, ach, jetzt voll anstrengend. Cobblestone braten, aber die Probleme haben wir nicht mehr, denn wir haben eine Silk Touch Spitzhacke. Let's go. Das ist so unnötig. Es ist so krass eigentlich, dass wir eine haben. Wow, Gott. Ich habe aus Versehen meinen Gleiter geöffnet. Das war nicht geplant. Alright, passt auf. Holz kommt in die Ecken. Und Lucky Block Tier 2. Ich habe jetzt meine Level hierfür geopfert. Will ich nur mal ganz kurz sagen. Deswegen bringt ihr mir... Bitte, bitte bringt ihr mir was. Bitte irgendwie einen Bogen. Meinetwegen auch einfach irgendwas Wertvolles. Irgendwie, was mich nicht tötet. 16 TNT. Instant TNT. Warte mal, also ich weiß, was Instant heißt. Das bedeutet dann wirklich, das zündet wirklich Instant. Okay, nein, Jungs. Ich weiß nicht, was mit euch los ist oder so, aber irgendwie Explosionen ziehen euch an. Alright, aber wir haben auf jeden Fall 15 TNT. Sehr nice. Und hier...
Ich habe ja gerade darüber geredet, dass Explosion die Hunde angezogen hat. Ich glaube, das hat das Ganze nochmal bestätigt. Das ist ein tiefes Loch. Ich sag mal so, es war ein Unfall. Und für den Unfall konnte ich halt jetzt ehrlich gesagt auch nichts. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von den Tier 2 Balls. Ich würde im Großen und Ganzen sagen, Tier 1 sind doch viel geiler. Yo, for real, sie sind viel geiler. Ja, aber wir können, by the way, glaube ich, können wir das Portal benutzen? Yo, wir brauchen nur 2 Obsidian. Ja, die habe ich. Und dann können wir ab in den Nether. Wobei, wir müssen gar nicht in den Nether. Wir können einfach den Netherrack abbauen, den smelten und haben Netherbricks. Aber wir können trotzdem halt hier in den Nether gehen, was nicht verkehrt ist. Bup. Zack, das funktioniert. Wunderbar. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir es hin, Netherrack zu smelten? 16 von den Kollegen müssen gesmeltet werden. Und dann können wir uns ein Tier 3 Lucky Ball machen. Und ich sag ganz ehrlich, ich habe hohe Erwartungen an das Teil. Vielleicht kriegen wir ja direkt alle Blaze Rods. Vielleicht müssen wir gar nicht mehr in den Nether überhaupt gehen. Rein theoretisch. Man kann ja wohl ein bisschen träumen. Ich glaube, du bist tot. Nein, niemals. Also wenn wir sterben heute in dieser Challenge, dann ganz sicher nicht an den Tier 3 Lucky Block. Ich habe das Gefühl, wir hatten so viel Pech teilweise bei den Tier 1s und Tier 2s, dass es jetzt auf jeden Fall bei den Tier 3s richtig reinscheppern wird. Und zwar, wir haben alles dabei. Wir brauchen das, 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 das und dann einmal die Loks in die Ecke. Und das ist ein Lucky Ball Tier 3. Platziere und öffne diesen Lucky Ball, um die magische Kraft freizulassen. Und wenn wir über magische Kraft gerade reden, dann hat das was zu bedeuten. Das Teil wird uns absolut, pass bitte auf, es könnte explodieren. Das Teil wird uns in eine andere Welt gefügt verschaffen. Was wir da drin haben werden, kannst du bitte... Ja, okay, ihr wisst alle, dass das halt was Krasses sein kann. Es wird sich hier auf jeden Fall zurecht gefreut. Bitte Abstand. Ich sag ganz ehrlich, ich glaube, es wird diamantenmäßig sein. Eine Blutmondnacht ist aufgezogen. Untote Monster werden verstärkt durch diese Naturphänomen. Das ist nicht dein fucking Ernst. Es ist nicht dein Ernst, dass es jetzt wirklich das ist. Das ist es, was ich mir jetzt halt sozusagen geholt habe. Ein Blutmond-Event. Cool. Wir haben so viel Pech. Das kannst du keinem erzählen. So, zeig mal her. Wo haben wir denn hier so einen mächtigen Zombie? Yo, du bist jetzt gepusht oder was? Ja, wir gehen direkt auf den nächsten Tier 3. Wir machen direkt 2. Alles mir vollkommen egal. Und ihr werdet sehen, dass die Teile auf jeden Fall sich lohnen. Und es wird sich hier nicht über mich lustig gemacht, von wegen, als wenn ich nur so oder so Pech habe. Erstmal 2 Level, 2 Level. 5 Herzen, 5 Herzen. Alright, also, ich würde nicht sagen, dass das erste Tier 3 Bällchen, ich würde nicht sagen, dass es vielleicht nicht unbedingt so gut war, aber es geht definitiv besser. Und dass es besser geht, das werde ich euch zeigen. Alle Enderaugen werden nämlich gleich in meinem Inventar sein, ohne dass ich überhaupt in den Nether gehen musste. Oh mein, was? Endportal Frame Rezept. Ja, geil, danke dir. Cool, mit Endstone. Das ist ja richtig geil. Das ist ja was richtig Praktisches, was mir richtig viel bringt. Wenn ich das Teil erst dann craften kann, wenn ich im End war. Bitte, bitte. Wirklich, wenn ich jetzt 3 von diesen Bällchen aufgemacht habe und alle 3 so kacke waren, dann will ich, also dann... Was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Was ist denn das? Hä, ist das los? Ist das euer Ernst? Och, Mann. Junge, ich kann einfach ganz normal versuchen, Minecraft durchzuspielen. Mann, ich will den auch nicht im Inventar behalten. Wenn ich jetzt jedes Mal das Inf aufmache, sehe ich ihn. Ich will ihn nicht sehen. Aber lasst mich raten, ihr wollt sicherlich, dass ich noch mehr von denen aufmache, oder?